Als Klasse haben wir mit Spenden gesammelt. Und wir haben ganze 12'000 Franken haben wir zusammengekommen. Dort oben sieht man eben den Erdrutsch, der Anfang Herbst passiert ist. Oder auch im Sommer. Und da ist eine riesige Schlammmenge ins Dorf runter und hat zum Teil Firmen und Häuser zerstört. Meine grösste Angst war, dass es das so grau-violette Haus zu oberst mitnimmt. Weil das ist das Haus von einem Schulkollegen, also von mehreren Schulkollegen von uns. Und die wohnen dort oben. Aber sie können wahrscheinlich jetzt nie mehr in ihr Haus raufgehen. Vielleicht. Nein, garantiert nicht. Dort rutscht es immer weiter. Also von uns hat niemand evakuiert werden. Zum Glück.